Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Gabriel fordert Solidaritätsprojekt für Deutsche. Angesichts der Milliardenkosten für Flüchtlinge verlangte der SPD-Chef in der ZDF-Sendung Maybrit Illner eine Abkehr vom Sparkurs und eine stärkere soziale Förderung der Bevölkerung, beispielsweise durch mehr Wohnungsbau und Kitaplätze. Viele Asylbewerber nach Registrierung nicht aufzufinden. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, kamen 2015 mehr als 130.000 Menschen nie bei der zuständigen Aufnahmeeinrichtung an. Als Gründe nennt das Bundesinnenministerium unter anderem die Weiterreise in andere Länder und das Abtauchen in die Illegalität. Obama appelliert an Regierungen in Damaskus und Russland. Der US-Präsident sagte vor der geplanten Waffenruhe in Syrien, es müsse gewährleistet werden, dass die Bombardierungen eingeschlossener Städte aufhörten und humanitäre Hilfe zu den Bedürftigen gelange. Iran wählt neues Parlament. Etwa 55 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahl gilt als Stimmungstest für Präsident Rouhani nach dem im Sommer geschlossenen Atomabkommen mit dem Westen. Mit ersten Ergebnissen wird am Wochenende gerechnet. Jamie Lee Krivitz gewinnt ESC-Vorentscheid. Die 17-Jährige aus Niedersachsen erhielt beim Zuschauervoting die meisten Stimmen und setzte sich damit gegen 9 Konkurrenten durch. Beim Eurovision Song Contest im Mai startet Krivitz mit ihrem Song Ghost. Das Wetter: nach Frühnebelauflösung ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix, im Norden und Nordosten vereinzelt Schneeregen, sonst trocken, Höchstwerte 1 bis 7 Grad.